Partnerwahl ist im Grunde ein vollständig evolutionärer, das heißt genetischer Prozess. Und den größten Teil der vermeintlichen Sozialisierung inklusive geschlechtlicher Gleichheitsfantasien, den kannst du eigentlich in die Tonne treten, weil er eben wieder natürlich und damit eben nicht nachhaltig ist. Was dich als Mann attraktiv macht, machte dich schon immer attraktiv. Und die weiblichen Präferenzen für die Partnerwahl, die sind auch weitestgehend unveränderlich. Und was ist nun der Kern dieser Partnerwahl? Ganz einfach, deine Fähigkeit, gesunde Nachkommen zu zeugen, beziehungsweise zu versorgen und oder zu verteidigen. Welche Schlüsse du daraus ziehen kannst und wie du als Mann deiner Natur folgerecht wirst, um bessere Beziehungen zu haben, das ist ja auch Fokus in meinem Buch Alpha Ungezähmt. Hol dir das, falls du es noch nicht hast. Okay, nur ein Beispiel hier. Frauen suchen ja zumeist ältere Partner. Das suggeriert nun mal Erfahrung. Mit guten finanziellen Aussichten, höherem Status und Ehrgeiz, das wiederum suggeriert Verteidigungsfähigkeit und Sicherheit. Die einzige Frage, die du dir also stellen musst, ist nicht, ob du gut flirten kannst oder sowas, sondern suggerierst du der Frau einen evolutionären Vorteil, das heißt Fortpflanzungserfolg.